Unschuldige Babys werden in der Stadt entführt. Der Entführer verlangt 1000 Yen Lösegeld. Geh zum Treffpunkt und stell dich dem Entführer entgegen. Verstanden. Du wirst das Lösegeld auf einem Dach in Tatakane. Ich hoffe, dein kleines Spatzenhirn wird sich so lange merken können. Bis du herausgefunden hast, wo sich das Baby befindet und es sicher wieder heimbringst. Aber töte den Entführer nicht, verstanden? Geh jetzt. Erfülle deine Pflicht als Fujimori-Samurai. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Way of the Samurai 3 und Killer 7, das ist dein Auftrag. Den meintest du wahrscheinlich. Jetzt werde ich jetzt zeigen, wie man den lösen kann. So, nochmal gucken. Held. Ach, Quatsch. Das war doch hier. Status. Ein skrupelloser Mensch entführt Babys in Amana und verlangt Lösegeld für ihr Leben. Begib dich zum Übergabeort und schlage den widerlichen Kerl windelweich. Frage Kijunari, wo die Übergabe stattfinden wird. Wir fragen ihn einfach nochmal, weil steht da, ne? Was? Du denkst nicht aufhören? Ich werde den Auftrag beenden. Wolltest du mir übergeben? Auf einem Dach in Tatakane. Ja. Geh schon. Also, ich meine Tatakane. Ja. Ich weiß, wie das heißt. Aber irgendwie, ne? Oh Gott, wie war denn das mal mit dem Auftrag? Oh, René, denk nach. Du musst hier dem guten Killer 7 zeigen, wie das funktioniert. So, das soll hier irgendwo sein, auf einem Dach. Dach? Ja. Wir gucken erstmal das komplette Dorf durch. Irgendwo werden die sich ja verschanzt haben. Hier. Ist kein Witz, ich stehe manchmal auch hier. So, das ist mein Zuhause. Gucken wir uns mal hier um. Darum ist ein Dach. Ja, da ist es aber nicht. Ah, ich weiß, wo sie sind. Ja, das Dach. Ich glaube, mein Hirn hat mir gerade mitgeteilt, Junge, die Erinnerung ist zurück. Das ist doch das Dach hier vorne, wo man drauf springen kann. Mal gucken, wo es nochmal war. Ne, hier oben ist ja nichts, ne? Ne, hier oben ist nichts. Da ist aber ein Dach und das Dach ist hier vorne irgendwo. Da oben. Yeah. So. Wie kommt man da nochmal hoch? Ah, ja, hier. Komm, Alter, Mann. Blöder Charakter. Du bist einfach zu blöd da hoch zu springen oder was? Ist der Baum im Weg, oder was? Willst du mich verarschen? Ich spring da hoch, Mann. Was haben wir denn hier? Alter Rettich. Bläh. Ernsthaft? Kommst du jetzt nicht da hoch, oder wie? Komm schon. Auch da. Der will mich doch verarschen. Hoch da! Glitsch dich da hoch, Mann! Oh, nee! Hä? Unsichtbare Wand und so? Fragezeichen? Ah! Und so mehr drauf. Also, ihr müsst von der Ecke da unten hochspringen. Ja. Hallöchen, Entführer. Ja, so, und jetzt müssen wir die auf Minolchi haben aktiviert. Gut. Sei lieber ruhig, wenn du willst, dass die Kinder am Leben bleiben. 1000 Yen. Hast du das Geld bei dir? Nimm das Geld. Wehe, den Kindern geht es nicht gut. Du verdienst kein Geld. Nimm das Geld. Dann nachsehen, ob das alles da ist. Ich bestätige hiermit den Erhalt des vollen Betrages. Also dann. Leb wohl. Wo ist die? Komm her. Ja, okay, komm her. So, wir sollen die ja nicht umbringen. Ja. Du verlierst, ja? Und da sind die ganzen Babys, siehst du? So, Baby. Komm her. Noch ein Baby und noch ein Baby und noch ein Baby. Noch ein Baby. Ja. Ich frag mich gerade,
wo zum Henker sich die ganzen Babys hingesteckt hat. Ich weiß, dass Babys bei der Frau da unten rauskommen, aber hat jetzt gerade alle da reingesteckt und dann wieder wollte sie sie rauspressen oder wie? Aber du hast gesehen, du musst auf jeden Fall gegen die kämpfen, weil die haut dann ab. Also sei schnell und schlag diese Alte. Ist egal, welche von den beiden, die hauen auf jeden Fall ab. Aber ich glaube, die ist die Entführerin. Ah, hier ist noch ein Baby. So, ich schieb mir die Babys alle in den Arsch übrigens, ne? Du hast das Baby beschützt. Das waren Babys. Das war die Mehrzahl, Junge. Mann, 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 Mann. Aber wie du siehst, Killer 7, es ist eigentlich ziemlich easy. Geh zu Fuß. Ah, nicht dein Ernst. Das denke ich mir kurz. Ah, nein, ich habe einen Pilz gefressen. Wollte eigentlich einen Rettich fressen. Scheiße. Na gut. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, warum wohl? Du bist K.O., du. Du Eule. Kuru, kuru. Ja, wir müssen jetzt zu Fuß dieses Gebiet verlassen. Das ist vollkommen unnötig, Mann. Ja, aber wenn wir jetzt hier gleich da sind, dann können wir uns porten. Ja, so ein Blödsinn, ey. So, jetzt würde ich mich gerne porten. Schloss Amana. Yeah, Schloss Amana. Der Auftrag ist eigentlich nicht schwer. Ich glaube, man kann auch die anderen Punkte wählen, aber ich gebe dem immer das Geld und dann will die kleine Hure dann abhauen und dann, naja, verpasst man ja ein paar Schläge. Und dann kann man die Babys in der, ja, es sind Babys, es ist nicht nur ein Baby, aber, ne, kann man die Babys einfach einzeln einsammeln und, ja, Kiyonari sagen, hey, hier sind die Babys. Sind die auch jetzt im Inventar drin? Interessiert mich jetzt mal. Spezialgegenstände, Baby. Ein super süßes Baby mit der Macht, jedes noch so emotional gestörte Herz zu heilen. What? Naja. Sei es drum. Ich gebe das Bike jetzt bei Kiyonari ab und gut ist. Gute Arbeit. Du schaffst das schon, wenn du dich mental gut drauf vorbereitest. Also, wie geht es den kleinen Babys? Hey, das sollen aber mehr sein. Du Idiot, da fehlt eins. Da fehlt ein Baby? War da noch ein Baby? Habe ich eins vergessen aufzusammeln? Ja, Alter, ich habe so viele aufgesammelt von den scheiß Babys. Ach, eins ist doch egal, Mann. Die Mutter kann doch ein neues zeugen, Mann. Ist doch vollkommen egal. Mein Gott. Wo bin ich? Ah, nee. Bin ich jetzt hier gespawnt oder was? War da noch ein Baby? Ernsthaft? Ist das jetzt ein Bug oder? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ernsthaft, wollt ihr mich gerade echt verarschen oder was? WTF? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, der will mich verarschen. Wenn ihr mich sehen könntet, ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Ich habe die Babys doch alle eingesammelt. Also, die Babys. Das sind ja mehrere. Status. Ja, 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 ja. Rettung. Du hast das Baby beschützt. Nochmal, Jin, du hast einen Auftrag erfolgreich ausgeführt. 300 Yen. Hä? Jetzt ernsthaft? Ist das jetzt nur ein verdammter Bug oder wie? Das muss ein Bug sein, ohne Scheiß.
Ist das ein schlechter Scherz oder wie? Oder hatte die andere Alte auch noch ein Baby? Die ist einfach despawned. Leg das Baby einfach irgendwo rum, ey Gott. Ich hasse auch, wenn es dunkel ist. Man sieht einfach nichts. Vielleicht seht ihr das im Video besser als ich. Mein Fernseher ist vielleicht ein bisschen zu dunkel eingestellt, aber... WTF? Die wollen mich verarschen. Die wollen mich echt vollkommen verarschen. Nee, oder? Das ist irgendwie gerade etwas merkwürdig. Ist hier irgendwo ein Baby? Hat ihr irgendwo ein Baby droppen lassen, was irgendwo hingeflutscht ist und ich hab's nicht gesehen? Baby, Baby, Baby? Hallo, Baby? Hey, Baby. Habt ihr ein Baby gesehen? So rein zufällig. Hä? Okay, das ist irgendwie etwas seltsam. Glaub mir, Killer 7, das ist ein Bug. Denn so löst man den Auftrag. Eine von den beiden hat die Babys halt, ne, in ihrem Schlepptau. Und ja, man muss halt die besiegen. Und dann gibt die einem die Babys oder haut voll abzuhauen und man haut die ein paar Mal und dann spawnen die Babys in dem Fall. Das ist doch voll die Verarsche. Hä? Aber hier steht's ja auch. Du hast das Baby beschützt. Ja, genau. Ich habe das Baby beschützt. Kiyonari. Du willst mich... Okay. Gut. Das ist definitiv ein Bug. Normalerweise ist der Auftrag jetzt erledigt. Und ja. Was soll ich dazu groß noch sagen? Also Killer 7, du hast gesehen, wie man es macht. So wird es definitiv gemacht. Du gibst ihr das Geld oder machst einen der anderen Punkte, ich weiß nicht, was dann passiert. Auf jeden Fall versucht sie dann abzuhauen, du schlägst sie ein paar Mal, ich weiß nicht, wie stark dein Schwert ist, aber bei dir wahrscheinlich ein paar Mal mehr als bei meinem Schwert. Und ja, die kämpft dann auf jeden Fall gegen dich, du besiegst die mit dem Schwertrücken, ganz wichtig, und dann droppt die halt die Babys. Die fallen halt auf den Boden, du sammelst sie alle ein, dann kriegst du diese Botschaft, die ich da habe, du hast das Baby beschützt und dann gehst du zu Kiyonari und gibst diese ganze Kacke ab und dann ist es fertig. Warum es jetzt hier nicht funktioniert, ist es halt, das Spiel ist einfach immer noch nicht fertig, ja, scheinbar. Es ist ein Bug. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, euch da draußen hat der Part gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Macht's gut, bleibt sauber und tschüss. So, da bin ich wieder. Und wie du siehst, Killer 7, habe ich den Auftrag nochmal angenommen, weil es definitiv ein Bug war, warum der Auftrag im regulären Video nicht zu Ende ging. Deswegen habe ich ihn einfach nochmal gemacht. Und diesmal sage ich aber, nimm das, du verdienst kein Geld. Und dann natürlich, du wirst sterben. Ja, und ich gehe aufs Maul, wie ihr seht, das ist keine Gegner. So, mit ein paar Schlägen ist die hinüber. Die haut mich zwar noch ein paar Mal, aber sie zieht das kaum was ab, oder? Ne? Killer 7. Und dann machen wir die andere auch noch platt, weil das letzte Mal haben wir die ja nicht fertig gemacht. Und sie sind jetzt wieder jede Menge Babys auf den Boden gefallen.
Und die müssen wir jetzt wie auch zuvor im regulären Part erstmal einsammeln. Also was heißt der reguläre Part? Also vor, das schneide ich ja hinten dran, ne? So, hm. Baby für Baby. Nehmen wir das jetzt erstmal hier. Noch ein Baby. Und das waren nicht alle Babys. Zwei liegen noch da. Und noch ein Baby. Und noch ein Baby. Und jetzt haben wir erstmal alle Babys. Und ich schaue nämlich nochmal genau um. Hm, da liegt nämlich noch ein Baby, siehst du? Ja. So, jetzt müssen wir aber alle Babys haben. Ich schaue mich nochmal genau um hier in dem Gameplay. Ich so, hm, hast du alle? Vielleicht sagen die noch irgendwas Wichtiges, aber nein, die sagen nichts Wichtiges. Das ist genauso wie vorhin. Wir haben die beiden besiegt und haben alle Babys eingesammelt und mal schauen, ob es jetzt weitergeht. Denn normalerweise ist das jetzt vorbei. Wir haben ja auch die Meldung bekommen, hey, der Auftrag ist erfolgreich abgeschlossen. Wie du siehst, können wir uns nicht teleportieren. Das heißt, wir müssen jetzt alles zu Fuß erledigen. Aber wir sehen uns gleich bei dem Auftraghändler wieder zurück. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und wir sind fast bei Kijunari und jetzt sind wir da. Und Achtung, Entführung, Erfolg. Wie du siehst, haben wir das im regulären Part wirklich richtig gemacht. Es war einfach nur ein Bug, warum es nicht zu Ende ging. Keine Ahnung, was da los war, aber auch dieses Spiel hat Bugs, ne? Und ja, das war's dann. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, Killer 7. Und du kannst ja ein Däumchen nach oben da lassen. Ja, und wir sehen uns bald wieder zu The Way of the Samurai 3. Bleib sauber, mach's gut und ciao.